Hallo bei Video Wissen. Der nächste Vortrag ist von Thomas Müller, Leiter des Astronomiemuseums und der Sternwarte in Sonneberg. Und es ist eine recht abgefahrene Mischung. Es geht um fränkische Kleinplaneten. Und wer vielleicht mal in Sonneberg vorbeikommen will, ab 1. Juli gibt es dort eine Sonderausstellung zu der anlässlich des 50-jährigen Jubiläums, 50 Jahre Mondlandung. Da gibt es also zum Apollo-Programm dann einiges zu sehen. Bis zum Jahresende könnt ihr da mal vorbeischauen. Kommt doch mal nach Sonneberg in das schöne Thüringen, um dort ein paar Exponate zu sehen und an der Führung teilzunehmen. Jetzt erstmal viel Spaß mit den fränkischen Kleinplaneten und ich bin gespannt, was man da Neues darüber erfährt. Viel Spaß! Ja, dann begrüße ich alle, die gekommen sind, ne, zum Vortrag im Rahmen des Asteroiden-Days und des Fränkischen Tags 2019. Und passend zum Thema haben wir uns mal Gedanken gemacht um fränkische Kleinplaneten. Und da kann man sich jetzt vielleicht nicht so viel drunter vorstellen. Das möchte ich mal beheben, dass wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und als erstes habe ich mir damals die Frage gestellt, wie ich mir das Thema Ball so vorgenommen habe. Von was reden wir denn da eigentlich? Und da kann man sich erstmal fragen, was ist denn überhaupt Fränkisch? Ne? Oder Franken zum Schluss. Und letzten Endes ist es dann so, kann man mal nachgucken, was Franken ist. Und dann stellt man erstmal fest, dass es da eine politische Einteilung gibt, nämlich, ne, kennen wir alle Oberfranken, was jetzt hier gleich an uns grenzt, in Bayern drüben. Dann gibt es als nächstes Unterfranken, das ist ein bisschen weiter westlich. Und zum Schluss noch Mittelfranken, was dann eher im Süden liegt. Nürnberg gehört dazu. Ja, und dann, wenn man aber weiter guckt, stellt man fest, dass diese politische Einteilung, die es heute gibt, ja nicht ganz so mehr hinhaut. Oder die ist zwar da, aber Franken ist eigentlich mehr. Denn, wusste ich auch bis dato nicht, auch nordöstlich von Heilbronn gibt es eine fränkische Region, die man dazu zählt. Und in der sind wir heute auch hier, nämlich Südthüringen gehört mehr oder weniger dazu. Rein vom Sprachraum schon her. Und ein paar kleinere Teile Hessens gehören auch noch zu Franken, wenn man das jetzt einfach mal als Region sehen will, wenn wir die Politik außen vor lassen. Und da gibt es dann auch eine schicke Karte dazu. Da sehen wir hier schön blau eingefärbt, das sind die Regierungsbezirke. Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. Und dann eben hier dieses Gebiet um Heilbronn oder nördlich von Heilbronn und hier eben den Südthüringer Bereich. Und das ist alles, was man im Prinzip zu dieser Region Franken dazu zählt. Das ist hier sogar eine Sprachkarte, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber wir merken es ja hier bei uns in der Sonneberger Gegend, das ist ja alles mein fränkischer Dialekt, der noch weit drauf gesprochen wird. Und das ist alles, was man so als Region eben Franken definiert. Ja, Franken gibt es natürlich auch ein Wappen, das nennt sich der Fränkische Rechen. Wusste ich auch bis dato nicht, obwohl ich aus Franken komme, fast schon eine Schande, dass das tatsächlich hier unten eigentlich so ein Dreizack, also ein Rechen symbolisiert. Der wiederum, dieses ganze Wappen, ist dahin gedacht, dass es eben die Ganzheitlichkeit von Himmel und Erde symbolisiert. Was dann ja wieder zum Thema letzten Endes der fränkischen Kleinplaneten so ein bisschen passt. Die werden es damals, als sich das Wappen überlegt haben, wahrscheinlich anders gemeint haben als mit Kleinplaneten. Und zum Schluss hat man das Wappen so 14. Jahrhundert erstmals gefunden, zumindest heute noch zu finden, auf dem Grab des Fürstbischofs von Würzburg. Kann man also als ältestes Darstellung des Wappens heute datieren. Dann, wenn wir nach Franken gucken, finden wir natürlich ein paar Bauwerke, die so typisch sind. Das ist die Marienburg in Würzburg, ist das. Ich denke, das sollte man kennen, wenn man hier aus der Ecke ist. Das ist die feste Coburg, das ist die Kaiserburg in Nürnberg und als letztes Schloss Johannisburg in Aschaffenburg. Wobei, wir könnten da jetzt diese Liste noch bis morgen früh fortführen. Also es gibt wesentlich mehr Bauwerke, die man mit Franken assoziiert. Aber ich denke, es geht ja mal um den Grundgedanken, dass es da eben Bauwerke gibt, die man definitiv mit Franken verbinden kann. Ja, wenn man an Franken denkt, denkt man auch an Essen und Trinken. Ja? Zwangsläufig, glaube ich. Ja, da steht wohl das Bier. Im Vordergrund gibt es die höchste Brauereidichte weltweit. In Franken, also hat jedes Dorf mindestens 5 Brauereien, wenn nicht gleich mehr. Essen, die Bratwurst darf nicht fehlen in Franken. Ne? Ja, dann hat Franken natürlich auch eine Landschaft zu bieten zum Schluss, vielfältig. Nämlich einmal die Fränkische Schweiz haben wir, den Gottesgarten im Ober-
oder am Obermain ist der, Kloster Banz. Die fränkische Seenlandschaft habe ich mir jetzt mal rausgepickt. Es gibt natürlich noch jede Menge mehr. Da können wir auch wieder bis morgen früh drüber reden, was es da alles gibt. Also Unmengen an verschiedenen Ecken in Franken, die man sich angucken kann, die auch wirklich schön sind. Städte in Franken, auch da gilt wieder, sind natürlich wieder bloß ein paar spezielle. Da gehört eben Nürnberg, wo wir ja hier in Sonneberg zur Metropolregion gehören, dazu. Bamberg kennt man, ist auch nicht so weit weg unten mit dem Dom. Und hat man noch rausgesucht, zumindest mit Bild, Bayreuth. Was es natürlich noch gibt, Personen. Da wäre zum, ja, auch wieder eine Auswahl, also die einfach mal wild getroffen. Der Albrecht Dürer, kennt man ja, Nürnberger gewesen. Götz von Berlichingen, der ja wegen dem schönen Zitat, das er gerade nie so gesagt hat, bekannt ist. Kennen die wenigsten, denke ich mal, die Emmy Noether, auch aus Franken, Mathematikerin. Den Levi Strauss, kennt man von der Jeans her, die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass er aus Oberfranken kommt. Den Simon Marius ist noch ein bisschen länger her. Der hat die Jupitermonde fast zeitgleich mit Galileo Galilei damals entdeckt. 2-3 Tage später hat es leider erst viel zu spät publiziert. Aber all die kommen letztendlich aus Franken. Jetzt sind wir ein Stück näher, wir wissen, was fränkisch ist. Jetzt müssen wir mal klären, was denn Kleinplaneten eigentlich sind. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Da gehen wir nämlich mehr oder weniger an den Ursprung unseres Sonnensystems zurück. So ähnlich wird es damals bei uns auch ausgesehen haben. Das ist jetzt ein Bild vom Orionnebel. Das ist ein relativ nahes Sternentstehungsgebiet, wo dann auch Planeten entstehen. Und was wir da sehen, ist im Prinzip, ja, man sagt so eine Urwolke, ne? Der solare Nebel vielleicht auch. Und da drin entstehen eben in diesem Nebel neue Sonnensysteme. Und um diese Sonnen dann auch eben Planeten. Das liegt einfach daran, weil sich irgendwo ein gravitatives Zentrum, das erstmal sehr schwach geprägt ist, bildet. Dahin strömt dann ziemlich langsam am Anfang die ganze Materie und bildet dann zum Schluss ja, so eine Art protoplanetare Scheibe, in dessen Mitte dann irgendwann, wenn die Gravitation zunimmt, ein Stern entsteht, der dann unter der eigenen Gravitation eben zündet und eben Energie produziert. Und wenn man da eben ein bisschen genauer hinguckt, stellt man fest, dass um diesen Stern in dieser Wolke nicht bloß Staub rumgeistert, sondern auch irgendwann bilden sich solche kleinen Brocken, die dann im Laufe der Jahrmillionen einfach immer größer werden. Klar, die ziehen sich gegenseitig an und bilden dann halt eben diese großen Objekte, die dann um die Sonne kreisen. Und zum Schluss, oder ja, mittendrin sieht es dann mal so aus, da haben wir den Stern, der entstanden ist, drumherum noch die Staubwolke und drin eben schon große Körper, mit ja, dem Charakter eines Planeten. Wobei, wohlgemerkt, das sind alles künstlerische Darstellungen. Man kann solche Entstehungen zwar mit dem Teleskop sehen, aber man kann es nicht wirklich in der Qualität auflösen. Man kann also heute sogar, habe ich erst neulich wieder gelesen oder gesehen, sogar die Entstehung von Monden um Planeten mittlerweile auflösen, aber eben nicht in der Qualität. Unser Sonnensystem, da ist die Sonne mal angedeutet, wichtig, das ganze Ding ist jetzt nicht maßstabsgerecht. Bei uns haben wir ja aktuell 8 Planeten. Den berühmten Planet X, den sucht man gerade. Ob man den jemals finden, ist eine andere Geschichte. Aber hier haben wir jetzt die 4 Gesteinsplaneten. Da geht es eben mit Merkur los, Venus, Erde und den Mars. Kommen weiter draußen dann die Gasplaneten. Da haben wir zurzeit eben die Chance, den Jupiter am Abendhimmel wunderbar im Teleskop zu beobachten. Saturn. Hatten wir gestern geguckt, wunderbare Geschichte, also es lohnt sich wirklich mit seinen Ringen, also richtig schön. Ja, und dann ganz weit draußen kommen noch 2 Gasplaneten, der Neptun und der Uranus, weil es die Reihenfolge ein bisschen falsch rum, also Neptun ist weiter draußen. Ja, im Prinzip das ist, was wir heute am Planeten in unserem Sonnensystem vorfinden. Und wer sich erinnern kann, es war vor ein paar Jahren, gab es tatsächlich 9 Planeten in unserem Sonnensystem, per Definition zwar, aber es waren 9. Und jetzt kann man sich fragen, wie kommt bei den oder wie wird bei den Planet? Und zwar ist es so, dass es die Internationale Astronomische Union definiert. Die sagt, wie sind denn die Körper, die da draußen rumfliegen, zu definieren. Und die haben letztmals im August 2006 darüber entschieden, was jetzt ein Planet und was ist was anderes. In dieser berühmten Sitzung hat man eben dafür gesorgt, dass Pluto eben kein Planet mehr ist. Ja gut, auf jeden Fall, die Internationale Astronomische Union hat definiert, wie hat ein Planet zu sein, damit es ein Planet wird oder ist. Und die haben gesagt, als erstes muss das Objekt, was ein Planet werden möchte
um die Sonne kreisen. Das ist, denke ich, noch einfach. Tun viele Objekte. Unser Mond zum Beispiel kreist nicht um die Sonne, der kreist um die Erde und damit hat er schon mal keine Chance, noch ein Planet zu werden. Aber im Prinzip alle Planeten, die wir heute kennen, tun das. Jetzt könnte man sagen, Pluto tut es ja auch. Richtig, aber man hat den Planeten noch ein bisschen anders definiert. Nicht bloß, dass er um die Sonne kreisen muss, sondern er muss im sogenannten hydrostatischen Gleichgewicht sein. Das heißt, die Masse muss so stark sein, dass sich die Form einer Kugel ausbildet. Mehr oder weniger. Wir wissen ja, auch die Erde ist jetzt nicht wirklich eine ideale Kugel, aber nur, man kann es als Kugel erkennen. Und deswegen ist unsere Erde, kreist um die Sonne und hat eine Kugelform, sprich hydrostatisches Gleichgewicht. Ist das ein Planet, während eben sowas kein Planet wird. Das ist also keine Kugel. Bei einer Kugel müssen alle Ecken rund sein zum Schluss. Sowas hat keine Chance, jemals ein Planet zu werden. Jetzt gibt es noch eine dritte Definition, die sich Richtung Planet ergibt. Nämlich, man hat gesagt, der Planet, der auf seiner Bahn um die Sonne kreist, muss das dominierende Objekt sein. Auf der Erde ist es vielleicht noch einfach. Da sagt man, ja gut, die Erde ist allein auf ihrer Bahn. Spätestens bei Jupiter stellt man fest, wir haben hier oben, wir sehen es ein bisschen schlecht am Beamer, eine Riesenwolke von sogenannten Jupiter-Trojanern. Und hier unten das Gleiche nochmal. Und das sind also Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Objekte, die mit Jupiter auf der gleichen Bahn um die Sonne kreisen. Die sind aber alle so klein, dass Jupiter praktisch das ganze Ding dominiert. Und deswegen muss eben der Planet das dominierende Objekt auf der Bahn sein um die Sonne. Und wenn ich alle drei Kriterien erfülle, dann bin ich einfach ein Planet. Wenn man jetzt aber rund ist und trotzdem kein Planet sein will oder kann, dann hat man eingeführt die sogenannte neue Klasse, nämlich die sogenannten Zwergplaneten. Und da kommen wir jetzt eben hier, Pluto ist ein Zwergplanet, wie auch jener hier, kommen wir gleich zu. Das heißt, die sind auf ihrer Bahn unterwegs, aber eben nicht das dominierende Objekt. Und wir haben im Moment 5 laut Definition Zwergplaneten. Pluto hat man schon erwähnt. Der ist erstaunlicherweise immer noch sehr unbekannt, das ist nämlich Ceres, obwohl er gar nicht so weit weg ist. Der ist nämlich zwischen Mars und Jupiter unterwegs, im Asteroidengürtel. Als nächstes kommen weiter draußen, hinter der Neptunbahn, kommt Marke. Da gibt es leider kein Foto mehr, die sind so weit weg und entsprechend so klein, dass man die nicht mehr aufgelöst kriegt. Also einen Punkt wollte ich jetzt nicht hinmalen. Dann gibt es noch Eris, nennt er sich, und Haumea gibt es auch noch. Die sind vom Durchmesser so groß, dass es auf jeden Fall Kugelgestalten oder Kugeln sind, aber eben nicht das dominierende Objekt auf dem Weg um die Sonne. Und deswegen hat man diese Klasse der Zwergplaneten einfach noch mit eingeführt. Jetzt wissen wir Planet, wir wissen den Zwergplanet. Jetzt suchen wir immer noch die kleinen Planeten. So, und die sind natürlich auch definiert. Auch in eben dieser Sitzung 2006 hat man eben den kleinen Planet als neue Definition, als neue Klasse eingeführt, um da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Wissen wir schon, sie müssen erstmal um die Sonne kreisen, kennen wir von den Planeten und von den anderen Objekten schon. Dann sind sie auf jeden Fall mal nicht das dominierende Objekt auf ihrer Bahn um die Sonne und sie sind auch nicht im hydrostatischen Gleichgewicht. Was interessant an der Geschichte ist, diese kleinen Planeten, das ist die ursprünglichste Materie unseres Sonnensystems. Die haben sich nämlich kaum verändert seit Entstehung und die fallen meistens auch dann mal als Meteorit auf die Erde. Ja, wenn man dann genug Zeit hat, kann man die dann auch mal einsammeln und eben erforschen. Wo sind die jetzt vor allem angeordnet? Da gibt es nämlich hier diesen Hauptgürtel, der ist zwischen, hier ist der Mars und hier ist der Jupiter, also zwischen Mars und Jupiter angesiedelt. Hier drin haben wir die Sonne, drumherum den Merkur, dann die Venus und die Erde. Und dann eben noch den Mars und zwischen Mars und Jupiter haben wir ja den Asteroidengürtel oder den Hauptgürtel und da haben wir richtig, richtig viele solche kleinen Planeten untergebracht. Das war der Asteroidengürtel, Hauptgürtel. Es gibt aber noch mehr. Da kommen nämlich ein paar dieser Zwergplaneten her. Das ist der sogenannte Kuipergürtel. Das ist unser Sonnensystem. Diese blaue Bahn ist die Neptunbahn. Hier eingezeichnet ist auch die Bahn von Pluto. Praktisch außerhalb dieser Bahn gibt es nochmal so einen Gürtel, der sich eben nach dem Herrn Kuiper benennt. Und da gibt es eben auch nochmal viele, viele dieser kleinen Planeten, die sich da befinden, wobei da hat man bei weitem noch nicht so viele entdeckt, weil die einfach so weit draußen sind und meistens so dunkel, dass man da wirklich bloß die ganz großen bis jetzt gefunden hat. Und dann gibt es nochmal ganz weit draußen, wenn wir hier wieder das Sonnensystem haben, hier haben wir dann den Kuipergürtel und das packen wir da rein und dann gibt es nochmal diese sogenannte Oortsche Wolke.
Da geht man heute von aus, dass es die tatsächlich gibt. Das war damals bloß eine Vermutung. Und dass aus dieser Oortschen Wolke heute zumindest vorwiegend die ganzen langperiodischen Kometen stammen. Aber man sieht, das ist hier, wie gesagt, unser Sonnensystem ist da drin. Das ist also um ein Vielfaches größer, diese Wolke, die um unser Sonnensystem herum angeordnet ist, als das Sonnensystem, das wir so überblicken können. Das ist so im Prinzip der Aufenthaltsort der Kleinplaneten, die wir kennen. Und Stand eben heute, vorhin nochmal nachgeguckt, hat sich noch nichts geändert seit gestern Abend, haben wir fast 800.000 solcher Kleinplaneten entdeckt oder die bekannt eben sind. Und die gliedern sich, ich habe es mal was Interessantes mal gemacht, fast 20.500 NEOs, also Objekte, die nah an die Erde rankommen oder sogar die Erdbahn kreuzen. Also die werden uns potenziell früher oder später mal gefährlich oder können uns gefährlich werden. Das ist dann doch eine Menge und ja, da gibt es diesen schönen Spruch, die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern nur noch wann uns eben einer mal wieder trifft. In diesen fast 800.000 sind auch knapp 4.000 Kometen enthalten, die auch eben als Kleinplaneten mit reinzählen. Das ist jetzt wesentlich weniger. Ja, und damit hätten wir ja mehr oder weniger schon das mit den Kleinplaneten gelöst. Jetzt wissen wir, was das ungefähr ist. Da kriegt man jetzt, nachdem wir jetzt wissen, was Fränkisch ist, was Kleinplaneten sind, müssen wir es jetzt nur noch zusammenkriegen irgendwie. Und das ist dann abschließend auch relativ einfach, ist auch schnell erzählt. Das geht nämlich über die Benennung, wie man so einen Kleinplaneten dann nennt. Und ich habe es mal versucht, an einem praktischen Beispiel festzumachen. Wir tun jetzt einfach mal so, wie wenn wir heute Nacht den 33. Kleinkörper entdeckt hätten im Monat Juni. Und der kriegt dann erstmal einen provisorischen Namen. Und das ist die Aufnahme, da ist dann so ein langer Strich drauf, weil der Körper sich ja gegen den Fixsternhimmel bewegt. Jetzt müssen wir dem Ding einen Namen geben und der kriegt erstmal diesen Namen. Mit dem kann erstmal keiner was anfangen. Der heißt also A2019MJ1. A steht in dem Fall für den Asteroid. Dann 2019, wer hätte das gedacht? Klar, das ist das Jahr, in dem er eben entdeckt hat. Und jetzt kommt, ja, kann man sich drum streiten, aber es ist einfach so geregelt. Ich finde es ein bisschen komisch. M steht für den Halbmonat. Und zwar geht es im Januar mit A, B los. Also die erste Hälfte vom Januar kriegt A, die zweite Hälfte kriegt dann B. C wäre die erste Hälfte von Februar und so weiter. Und wenn wir eben bis Juni wollen, wo wir ja jetzt sind, kriegt eben die zweite Hälfte im Juni den Buchstaben M. Und dann weiß man, okay, 2019, zweite Hälfte im Juni entdeckt worden. Und jetzt kommt das J noch. Und zwar wird da einfach gezählt. Man durchläuft das A, B, C, A bis Y, lässt das I aber weg, wegen der Verwechslungsgefahr mit dem J. Und Z lässt man auch weg. Und dann zählt man einfach durch. Und ein Durchlauf ist letzten Endes dann eben 24. Und wir müssen ja bis 33 kommen, also fange ich wieder von vorne an. Und da ist der Fehler, stelle ich gerade so fest. Das muss nämlich eine 1 hin. Und dann komme ich eben bis 33, dann stelle ich fest, dass ich ein J und eine 1 hinschreiben muss, dass ich eben bis 33 zählen muss. Man hätte auch gleich irgendwie 33 hinschreiben können, man hat sich aber nicht dafür entschieden. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber wenn es alle so machen, warum nicht? Gut, jetzt hat unser Objekt einen provisorischen Namen. Jetzt ist es nur so, den kann man sich merken oder auch nicht. Schön ist es natürlich, wenn der jetzt noch einen Eigennamen kriegt. Und das kann man natürlich auch machen. Beziehungsweise erstmal kriegt er einen dauerhaften Namen. Und zwar dieser dauerhafte Name ist dann einfach eine fortlaufende Nummer, die in der Regel vorne rangeschrieben wird. Dann kommt diese provisorische Bezeichnung dahinter. Und wenn sich da jetzt keiner mehr dran stört, bleibt das bis in alle Ewigkeit so stehen. Ist tatsächlich, ich habe geguckt, die aktuell nächste freie Nummer ist tatsächlich diese. Und da stellt man fest, dass die Nummer wesentlich höher ist, als die bis jetzt bekannten Kleinplaneten sind. Was daran liegt, dass manche einfach eine Nummer kriegen und man stellt dann einfach später fest, dass das einfach keiner war. So hat zum Beispiel die Raumsonde Rosetta einen dauerhaften Namen gekriegt und man hat erst sehr viel später gemerkt, das war Rosetta und kein Kleinkörper. Und die sind halt dann weg und dann nummeriert man einfach weiter. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass das die aktuell nächste freie Nummer wäre. Wenn man natürlich jetzt sagt, kann man sich merken, will man vielleicht nicht, kann man so Kleinkörpern benennen. Und die ursprüngliche Benennung dieser Kleinkörper war nach römischen und griechischen Göttinnen. So, die gehen irgendwann aus, weil so viele hatten die wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir da jetzt Richtung Millionen Objekte kommen, wird es langsam eng. Deswegen hat man sich dann später mal überlegt, recht frei überlegt, muss man sagen, wie nennt man sie denn?
Man hat dann eben andere Namen vorgeschlagen und auch genommen tatsächlich. Das sind also alle echt. Zum Beispiel, es gibt den Kleinkörper Rumpelstilz. Spock ist aber nicht der Spock aus Star Trek, ganz wichtig, sondern das ist die Katze von dem, der den Kleinkörper benannt hat. Spannend ist auch zum Beispiel, wer den Film gesehen hat, 2001, Odyssee im Weltall, 9000 Hall. Da hat man also den passenden rausgesucht. Und nachdem dann irgendwie die tollen Namen ausgegangen sind, hat man sogar auch irgendwelche Geräte genommen, um diese Körper zu benennen. So ist zum Beispiel eben Stereoskopia. Ja, ist halt so gewesen. Der Vorschlag für den Namen kommt in der Regel immer vom Entdecker. Und zwar darf der Entdecker innerhalb von 10 Jahren, zumindest ist es heute so, sagen, pass auf, ich habe doch damals diesen Planet entdeckt. Ich hätte jetzt gern, dass er so heißt. Und wenn dieser Name nicht ganz so abwegig ist, dann ist es auch in der Regel so, dass der dann bei der Internationalen Astronomischen Union durchgeht und so benannt wird. Man muss aber halt den Entdecker davon überzeugen, dass den Namen eben, ja, dass er den Namen nimmt, den man vielleicht will, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich hätte gern auch einen kleinen Planeten. Aber es scheint viele zu geben, die das eben dann gemacht haben. Und insofern sind ziemlich viele mittlerweile benannt. Allerdings solche Sachen wie hier Spock hat die Internationale Astronomische Union mittlerweile ausgeschlossen. Die haben gesagt, eben aufgrund dessen, Haustiernamen wollen wir nicht mehr. Also der Zug ist abgefahren, wer sein Haustier im Weltall mit einem Kleinplaneten benennen möchte, zu spät. Gut, dann haben wir uns doch jetzt mal beides angehört. Jetzt wissen wir, was fränkische Kleinplaneten sind. Also es geht um die Benennung. Und jetzt habe ich mal ein paar, also ich habe nicht alle rausgesucht, aber ein paar einfach mal. Zum Schluss kommt noch eine Liste, was es tatsächlich alles gibt. Aber ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die man vielleicht auch vom Namen her kennt oder auch eher nicht. Und zwar fangen wir mal an mit dem größten fränkischen Kleinplaneten, der heißt Bamberga. Es ist jetzt nur so, dieses A hinten dran kommt noch aus dieser Historie heraus, dass man früher gesagt hat, die Kleinplaneten müssen alle weibliche Namen haben. Das fällt dann später weg, dann gibt es dann einfach kein A mehr hinten dran, aber damals war noch Bamberga wichtig, weil es eben weiblich sein musste. Klar, braucht jetzt nicht viel zu sagen, das ist eine Stadt in Oberfranken, die es da gibt. Ich habe jetzt mal einfach mal so ein paar Daten mit hingeschrieben. 1892 ist der Körper entdeckt worden, ist wie gesagt der größte fränkische Kleinplanet. Der hat 220 Kilometer im Durchmesser und wenn er einmal um die Sonne rum ist, sind 4,4 Erdenjahre vorbei. Jetzt am Anfang ist es noch wichtig zu wissen, Perihel und Aphel, was das ist. Das ist im Prinzip die Sonnennähe und der sonnenfernste Punkt. Also hier Perihel mit 1,78 AE, das sind astronomische Einheiten. Und eine astronomische Einheit ist so definiert, das ist der mittlere Abstand von der Sonne zur Erde. Die Zahl erspare ich uns jetzt. Man kann sich merken, sind ganz grob zumindest 150 Millionen Kilometer, eine astronomische Einheit. Und dann sind wir halt hier bei 1,78. Also er kommt der Erde nicht wirklich nahe. Und wenn er auf seiner Bahn um die Sonne den weitest entfernten Punkt hat, sind wir eben bei grob 3,6 astronomischen Einheiten. Und das heißt, die Bahn von Bamberga ist relativ elliptisch, führt also relativ nah an die Sonne ran und am sonnenfernsten Punkt eben relativ weit wieder von der Sonne weg. Sieht schon, Nymberga gibt es nicht, sondern das heißt jetzt schon Nymberg, das war ein bisschen später. Da war es dann okay, dass es kein weiblicher Name mehr sein durfte. Der ist 67 entdeckt worden, ist jetzt auch nur noch 16 Kilometer groß. Braucht eben 3,3 Jahre einmal um die Sonne rum. Die Bahn, wie man sieht, ist nicht ganz so elliptisch. Zwischen 2 und 3 astronomischen Einheiten. Und klar, Nymberg kennt man auch, das ist wieder eine Stadt in Mittelfranken. Solnhofen, muss ich gestehen, kannte ich vorher nicht. Was ich zu meiner Schande echt gestehen muss, weil die haben nämlich eine fossile Lagerstätte. Das habe ich jetzt mal auf meine große Liste geschrieben, muss ich mal hin. Auf jeden Fall, die haben diese Stadt oder die Gemeinde ist eben auch nach einem Kleinplanet benannt oder der Kleinplanet nach der Stadt. Der ist entdeckt worden 1973, relativ klein mit 7 Kilometer und braucht 3,5 Jahre eben auch um die Sonne wieder rum. Man sieht auch wieder, ja, kommt auch nicht wirklich so nah an die Sonne ran. So, jetzt habe ich eine Stadt rausgesucht, die es noch gibt. Die habe ich vorher beim besten Willen nicht gekannt. Das ist nämlich eher ein Dorf, würde ich mal sagen. Das ist Birnfeld. Ich will damit sagen, man muss jetzt nicht unbedingt die große Stadt sein, um einen kleinen Planet benennen zu dürfen. Also hier hat es geklappt. Man muss eben bloß einen Entdecker finden, der sagt, jawohl,
Ich nenne mein Ding nach Birnfeld. Hat geklappt in dem Fall. Man sieht schon an der Nummer, der ist von der Anzahl recht hoch. Allerdings interessant, er ist 1905 bereits entdeckt worden. Das heißt, diese Kleinplanetennummer ist nicht unbedingt immer eine Aussage, wann dieser Planet entdeckt worden ist. Also es gibt auch viele, wo man wirklich den Durchmesser nicht abschätzen kann, weil die wahrscheinlich so klein sind, dass man da einfach im Bereich des Ungenauen landet und dann lässt man es lieber ganz weg und definiert erstmal keine Größe des Objekts. Aber was man weiß, eben dreieinhalb Jahre oder ein bisschen mehr sogar um die Sonne rum, ist wieder eben zwischen 2 und 3 astronomischen Einheiten ganz grob um die Sonne unterwegs. So, Städte können wir noch ein paar machen, aber wir machen jetzt mal Landschaften, denn die sind auch nach Kleinkörpern, also Kleinkörper nach Landschaft in Franken benannt. Da gibt es zum Beispiel das Fichtelgebirge, was tatsächlich einen kleinen Planeten hat, auch 1905 gefunden. Da weiß man nur allerdings, 7 Kilometer vom Durchmesser her, braucht wieder knapp 4 Jahre. Und die Bahn, ja, ist wieder ähnlich wie bei den anderen auch, zwischen 2 und 3 astronomischen Einheiten. Ja, Fichtelgebirge, ich denke, das ist auch bekannt. Das ist Nordosten Bayerns oben, ne? Zwischen Hof, die Ecke da oben. Das ist sehr schön, kann man wunderbar wandern im Fichtelgebirge. Aber es gibt auch noch andere Landschaften, nämlich zum Beispiel Mainfranken, hat auch einen kleinen Planet. Auch wieder 1905, scheint ein gutes Jahr für die fränkischen Kleinplaneten gewesen zu sein, entdeckt worden. Auch wenn man keinen Durchmesser kennt. Allerdings ist der jetzt schon ein bisschen länger unterwegs, mit fast 6 Jahren braucht er einmal um die Sonne rum. Sonnennächster und fernster Punkt lassen wir mal weg. Mainfranken, klar, wie der Name schon sagt, das ist die Landschaft entlang des Mains, die da benannt worden ist. Gar nicht weit von hier, die Haßberge haben auch einen kleinen Planeten. Auch hier wieder 1905, man sieht schon irgendwie, ne, spannend. Auch kein Durchmesser bekannt, weil die einfach wahrscheinlich so klein sind, dass man da nicht wirklich nachvollziehen kann oder nicht richtig rauskriegt, was jetzt die Größe wirklich ist. Braucht auch wieder fast 4 Jahre rum, ist auf jeden Fall mal interessant. Einen habe ich noch, was die Landschaften betrifft. Der Frankenwald hat auch einen kleinen Planeten gekriegt. Auch wieder, was soll ich sagen, 1905 und die Größe nicht bekannt. Braucht wieder knapp 4 Jahre einmal rum. Landschaften hätten wir auch noch ein paar. Wir wollen da aber irgendwann mal wieder heim, deswegen machen wir mal weiter. Wir hatten vorhin noch Personen, Bauwerke und was zu essen, hatte ich noch vorgestellt, was Franken ausmacht. Leider habe ich keine Bauwerke, die fränkische Kleinplaneten geworden sind. Und mit Essen und Trinken haben sie sich auch schwer getan. Also es gibt keine Bratwurst, die oben als Kleinplanet unterwegs ist. Aber es gibt zum Beispiel den Herrn Dürer, der natürlich einen Kleinplanet gekriegt hat. Und ich denke, der Albrecht Dürer ist bekannt. Das war ein Maler aus Nürnberg, ein ganz berühmter. Allerdings interessant, den Kleinplanet hat man erst relativ spät entdeckt, nämlich 1982 erst. Ist wieder mit 5 Jahren und einem Durchmesser von 17, so im guten Durchschnitt, was die fränkischen Kleinplaneten im Prinzip sind. Zum Schluss machen wir noch ein bisschen Statistik über die fränkischen Kleinplaneten und gucken mal nach, wie sich das ein bisschen verhält. Dann die Emmy Noether, Mathematikerin ihres Zeichens aus Erlangen, hat auch einen Kleinplanet gekriegt. Die war auch in der Astronomie ganz wichtig mit ihren Rechenkünsten und kam eben aus Erlangen. Und ja, ist ein relativ kleiner Planet, den sie da gekriegt hat. Aber ich denke, die Größe ist da jetzt auch nicht so entscheidend, eher, dass man mal einen hat. Also ich habe leider keinen, insofern, ich arbeite dran. Aber ich glaube, es ist fast ausgeschlossen, dass ich einen kriege, weil mich gibt es nämlich schon, mein Namensvetter hat schon einen kleinen Planet. Ja, wer hat noch einen gekriegt, hat jetzt ganz direkt was mit der Mondlandung zu tun, nämlich der Hermann Oberth hat auch einen kleinen Planet gekriegt und der war im Prinzip ein Pionier, was die Raumfahrt betrifft, was die Raketenentwicklung betrifft. Den hat man dann eben auch einen kleinen Planet benannt, auch wieder 1905, ja, knapp 4 Jahre unterwegs, bis einmal um die Sonne ist und eben auch wieder keine Größe, die man kennt. Dann noch einen historischen, der Lukas Cranach der Ältere hat auch einen kleinen Planet gekriegt. Ein ja, aus Kronach stammender Maler letzten Endes. Der ist jetzt ein bisschen größer mit fast 20 Kilometer, aber man sieht schon irgendwie 1905 und die Franken, das warum auch immer passt. Und der ist ein bisschen schneller wieder um die Sonne unterwegs, der braucht ein bisschen mehr als 3 Jahre. So, und jetzt habe ich noch einen rausgesucht. Ich habe leider kein Foto vom Herrn Heusinger gefunden, aber ich fand es interessant, dass man als Pater auch einen kleinen Planet kriegt. Und er war im Vatikan tätig. Ist leider mittlerweile verstorben schon, aber er kam eben aus dem unterfränkischen Bunddorf und nach ihm ist also auch ein Kleinplanet benannt worden. Jetzt kommen wir mal, habe ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben natürlich, den Neufang.
ganz wichtig, wir sind ja hier heute in Neufang, Sternwarte steht hier und es gibt auch einen kleinen Planet, der Neufang heißt. Der ist lokalpatriotisch 1959 sogar von Kuno Hoffmeister, dem Gründer der Sternwarte, hier entdeckt worden. Was nicht mehr so ganz dazu passt, das war leider nicht in Sonneberg, als er den entdeckt hat, sondern das hat er in Südafrika gefunden, den Neufang. So der einzige kleine Haken an der Geschichte, ist sogar ein bisschen größer mit 25 Kilometer, braucht eben knapp 5 Jahre, einmal um die Sonne, ist gleich relativ weit draußen an seinem sonnenfernsten Punkt, also 4-mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Und weil das so ein bisschen passt, Neufang und Kuno Hoffmeister und die Sternwarte, habe ich da mal ein bisschen intensiver rausgesucht. Auf dieser Platte, damals hat man mit Fotoplatte ja gearbeitet, hat ihn Kuno Hoffmeister entdeckt. Hand hoch, wer weiß, wo er ist. Also, da ist ein Strich drauf, genau. Also, ich helfe euch mal. Da wäre drin, der Strich. Ich weiß schon, hilft jetzt nicht wirklich. Nee, also hier. Aber für die das jetzt tatsächlich immer noch nicht, habe ich es mal ein bisschen vergrößert. Da ist der Strich. Das ist also Neufang im Jahr 1959. Und man sieht es sogar recht gut. Hier an der Stelle ist so eine kleine, ja, ein Einbruch der Stärke der Linie. Das heißt, er hat sich während der Aufnahme sogar gedreht und da sieht man, dass eben nicht alle Seiten gleich viel Licht reflektieren, sondern dass diese Stelle, die sich dann eben zu uns gedreht hat, weniger Licht reflektiert, und hätte damals Hoffmeister länger belichtet, hätte er wahrscheinlich sogar die Umdrehungszeit des Planeten rausgekriegt. Aber ihm ging es ja damals nicht um diesen Strich, sondern er wollte ja, Kuno Hoffmeister, wissen wir ja, ging es um die veränderlichen Sterne. Aber das ist der Neufang gewesen. Wir hatten es ja letztes Jahr versucht, ihn noch einzufangen zu 700 Jahre Neufang. Herr Fürdig hat es versucht. Leider hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Zeit, wo er besonders gut zu sehen war, hat es, wie es sich gehört, schlechtes Wetter gehabt. Gucken wir uns nochmal schnell an. Neufang als solchen, das ist seine Bahn, also diese weiße Bahn. Da drin haben wir also den Merkur, Venus, Erde und den Mars. Das Rot ist dann der Mars, blau ist die Erde. Und das ist, orange ist die Jupiterbahn. Diese Ebene, in der die Planeten laufen, das nennt sich ja Ekliptik. Und man sieht hier, die laufen alle in einer Ebene bis auf diesen kleinen Körper. Wo die Linie dick ist, das ist praktisch überhalb der Ekliptik. Wo es ja hier bei Jupiter dünner wird, da ist praktisch die Bahn leicht unter der Ekliptik. Und man sieht hier deutlich, also der Neufang hat eine sehr elliptische Bahn und sehr stark raus aus der Ekliptik, also eine starke Bahnneigung gegenüber der Ekliptik. Ja, und das ist die Bahn, die eben Neufang hat. Und da sieht man auch, er kommt ab und zu mal recht nahe. Das Problem ist, da die aber so geneigt ist, diese Bahn, haben wir teilweise von Sonneberg Neufang aus kaum die Chance, den zu sehen, weil er halt dann meistens am Südhimmel bloß wunderbar zu sehen ist. Und das ist ein bisschen schwierig, den einfach über die Zeit mal ins Teleskop zu kriegen. Ich habe mir aber noch einen Lokalpatriotenplaneten rausgesucht, nämlich, auch wenn er immer gern das ignoriert, unser Norbert. Auch er hat einen Kleinplaneten, der Norbert Polko. Ein bisschen später entdeckt, 73. Mit 11 Kilometer sagt er immer, ja, mein Kleinplanet ist halt ein bisschen klein geraten, aber er hat wenigstens einen. Ne? Braucht knapp 5 Jahre um die Sonne. Und der Norbert hat ihn deswegen gekriegt, weil er hat hier in Sonneberg mehr als 200.000 Fotoplatten digitalisiert. Und das ist letzten Endes ein tatsächlicher Weltrekord. Mehr Fotoplatten hat bis jetzt und wird auch keiner mehr digitalisieren als der Norbert. Aufgrund dessen haben sie ihm eben damals diesen kleinen Planeten gewidmet. Ich wäre da mächtig stolz drauf. Norbert sagt immer, ja, ich habe halt einen. So ist er halt, unser Norbert. Auf jeden Fall, ich finde es toll. Das ist eine Übersicht über alle mit fränkischem Bezug. Wir hatten es gestern schon mal drüber. Wir sind über diesen Namen Jürgen gestolpert. Ich habe nachgeguckt. Also wer es wissen will, ich habe eine Liste, wie die alle zuzuordnen sind, welchen Namen das sind. Das ist der ehemalige Leiter der Remeisternwarte in Bamberg gewesen. Der hieß Jürgen irgendwie und nach dem hat man ihm dann den benannt. So, und dann gibt es zum Beispiel, mich gibt es schon. Also das bin nicht ich, sondern das ist mein Namensvetter. Und insofern wird es schwierig, weil die IAU sagt, ein neuer Name darf nicht die Verwechslungsgefahr zu einem bereits bestehenden Namen haben. Und insofern wird es schwierig. Da sieht man auch zum Beispiel der Kuno Hoffmeister, der hat sogar 2 gleich gekriegt, nämlich
Vor- und Nachnamen hat man eben benannt. Es sind viele noch, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben, aber wie gesagt, da kann man sich noch stundenlang drüber unterhalten. Es ist auf jeden Fall interessant, wie viele es zum Schluss mit fränkischem Bezug gibt. Jetzt kann man, das ist dann auch so der Abschluss, jetzt darüber noch ein bisschen Statistik machen, habe ich auch gemacht. Die Kleinplaneten sind eben zwischen die fränkischen, zwischen 1892 und 2016 alle entdeckt worden. Spannend fand ich das. Das hat nämlich, den letzten hat einer auf dem Balkon mit einem Amateurteleskop entdeckt. Muss man auch erstmal schaffen. Das heißt also, man braucht heute, selbst heute nicht unbedingt großes Equipment, um noch kleine Planeten zu finden. Ja, und die meisten sind, haben wir ja schon vorhin gemerkt, im Jahr 1905 entdeckt worden. Und aus dem Pool hat man eben damals gesagt, da nehmen wir wahrscheinlich viele fränkische raus. So, was noch geht, ist natürlich, wir können gucken, die mittlere Annäherung an die Erde, habe ich mal geguckt, wie nahe kommen uns denn die Franken im Weltall, und die bleiben uns also relativ weit vom Hals, nämlich mit 344 Millionen im Mittleren sind sie also so weit weg, dass sie uns nicht gefährlich werden, also sind keine Erdbahnkreuzer oder Ähnliches dabei, die kommen also nicht so nah ran. Jetzt habe ich geguckt, welcher kommt denn am nächsten, mit knapp 100 Millionen Kilometer ist es der Adam Kraft, der uns mal an die Erde ranfliegen könnte, wenn es denn passt, dass Erde und der Kleinkörper so nah beieinander sind. Am weitesten weg von der Erde schafft es Neufang, nämlich mit 625 Millionen Kilometer ist es der Fränkische, der am weitesten von der Erde mal weg ist. Durchschnittliche Größe der Franken ist mit 14 Kilometer zu nennen, wobei der kleinste, der Altdorfer, mit 2,4 Kilometer richtig klein ist. Und hat es ja vorhin schon erwähnt, mit 220 Kilometer der Bamberger der größte eben ist. Und wenn man den Durchschnitt sieht, die sind alle, also das ist ein Ausreißer, die sind alle relativ klein zum Schluss. Dann kann man noch die Umlaufzeit gucken. Im Prinzip brauchen die, wenn man das Mittel drüber macht, alle knapp 4,5 Jahre um die Sonne rum. Der schnellste ist der Siebold, der nur 3,3 Jahre braucht. Die meiste Zeit hat der Kleinplanet Neumann, der mit fast 6 Jahren eben halt fast doppelt so lange braucht, bis er einmal um die Sonne rum ist. So, jetzt haben wir vorhin noch die Bahnneigung gehabt, also gegen die Ekliptik, haben wir schon gesehen, bei Neufang ist es ziemlich extrem. Die mittlere Bahnneigung sind 7,2 Grad und die größte hat der Dürer mit 24 Grad, also ist schon ziemlich steil raus. Und fast in der Ekliptik finden wir den Hafner mit nur 0,9 Grad. Die Statistik kann man natürlich, wenn man will, noch ewig fortsetzen, ist aber irgendwie zwar interessant, aber hat jetzt nicht wirklich die Aussagekraft. Deswegen sage ich vielen Dank, dass ihr da wart, und vielleicht sehen wir uns bald wieder, wenn wir mal einen fränkischen Kleinplaneten wieder benennen dürfen. Und wenn ihr noch Fragen habt, fragt einfach mal.